غرباء غرباء غرباء. Wenn man Schirk macht, wenn man jetzt großen Schirk gemacht hat und man ist rausgeflogen aus dem Islam, natürlich kann man wieder Taube machen. Man kann bereuen und Taube machen, solange du lebst. Das ist eine Formel auch, die vielleicht viele Muslime immer wieder falsch sehen. Und zwar hat man immer im Kopf, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles vergibt, alles vergeben kann, besser gesagt, ja, nicht alles vergibt, einfach so, sondern Allah kann alles vergeben, außer Schirk, ja. Hiermit, mit dieser Aussage, die natürlich absolut richtig ist, ist gemeint, wenn man so stirbt, ja, wenn du gestorben bist und du hattest Schirk, dann ist vorbei, ja, dann, da kann man nichts mehr machen, ja, da kann man nichts mehr machen, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ja, dann ist es vorbei, dann bist du für Ewigkeit in der Hölle. Ewigkeit, du hast niemals die Möglichkeit, ins Paradies zu kommen. Okay? Das ist damit definitiv nicht gemeint. Aber das ist gemeint zur Lebzeiten, wenn du gerade noch lebst jetzt, ja? Wenn du gerade lebst, wenn du gerade lebst und du hast Schirk begangen, solange du lebst, du hast immer die Möglichkeit, Tauber zu machen von allen Sachen, ja? Auch wenn du, sagen wir mal, Muslim warst. Und dann bist du abtrünnig geworden. Ja, du hast den Islam verlassen. Oder du hast großen Schirk begangen. Ja, und du bist raus aus dem Islam. Egal ob eine Minute oder 20 Jahre. Und dann bereust du wieder und kommst zum Islam zurück, dann bist du Muslim. Ja. Das ist dann inshallah vergeben. Warum? Weil du hast inshallah bereut und bist wieder zu Allah zurückgekehrt. Ja. Diese Aussage, Allah vergibt alles außer Schirk, das ist, oder kann alles vergeben außer Schirk, das ist, wenn man so stirbt. Wenn du stirbst mit Schirk, Allah vergibt dir nicht. Ja. Wenn du gestorben bist als Ungläubiger, Allah vergibt dir nicht. Aber solange du lebst, du kannst Tauber machen von Schirk und alles, was drunter ist. Ja, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieser Vers, inna Allah, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihm beigesellt. Und vergibt alles, was da drunter ist. Ja, große Sünden zum Beispiel. Allah kann all das vergeben. Das ist, wenn du so gestorben bist. Dieser Vers ist für, wenn man so gestorben ist. Ja, wenn man damit stirbt, mit dem Schirk, dann kann das Allah vergibt dir das nicht. Und Allah hat das Paradies verboten gemacht für die Kafirun. Ja, für die Kuffar hat Allah das Paradies verboten gemacht. Haram, es ist verboten. Aber solange du lebst, du kannst Tauber machen, auch von Schirk.